Unter den knapp 100.000 Besuchern der 63. Darmstädter Ausstellung tummelte sich so mancher Prominente. Ja, ich bin hier eigentlich jedes Jahr. Das ist mein Landkreis, mein Wahlkreis. Und ich bin hier auch eingebunden. Und deshalb leidet man mit, wenn das mal regnet oder wenig Leute da sind. Aber man freut sich so wie in diesem Jahr, wenn mal alles wieder gut läuft und passt. Gutes Wetter und zufriedene Besucher. Die Darmstädter Ausstellung war in diesem Jahr wieder der Ort, wo sich der Norden trifft. Ich finde, dass hier sehr, sehr viele investitionsfreudige Landwirte, Lohnunternehmer oder auch Leute sind, die einfach sich informieren wollen. Und wenn man mal mit den Ausstellern spricht, die sind sehr zufrieden, auch mit den Abschlüssen oder mit den Kontakten. Und das ist am Ende bei einer Ausstellung eigentlich wichtig, dass der, der sich informieren will, zufrieden ist und auch eben der, der ausstellt und verkaufen will. Über 7 Jahre leitete Hans-Heinrich Ehlen das niedersächsische Landwirtschaftsministerium mit Erfolg. Deshalb hatte natürlich auch eine dezidierte Meinung zu den Vorkommnissen der letzten Monate. Ja, das war schon ein bisschen heftig, wenn das, was da alles auf einmal kam. Auf der anderen Seite habe ich ja auch über Jahre ein gutes Haus, gut aufgestelltes Haus geführt. Und ich meine, dass die alles richtig gemacht haben. Das sind am Ende Profis, die auch mit Krisen umzugehen haben. Und ich wüsste nicht, was die hätten anders machen sollen. Da sind ja auch Verstrickungen oder Verbindungen, besser gesagt, mit dem Bund, mit Europa. Und da ist es so, dass das manchmal am Anfang nicht einleuchtend ist. Aber wenn es dann weiterläuft, weitergeht, dann ist es schon so, dass man dann auch da die Verbindung oder auch die Hilfe derer mit in Anspruch nehmen muss. Aktiv auch nach dem Amtsaustritt. Unter den Besuchern merkte man den Respekt gegenüber dem ehemaligen Landwirtschaftsminister. Hans-Heinrich Ehlen ließ es sich bei der Darmstädter Ausstellung auch nicht nehmen, die Siegerehrung bei der Fohlenschau vorzunehmen.